Captain am Ruder! Übernimmt. Halbe Segel! Verschwind ein! Feuer! 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 Feu
getroffen! Alle Segel, sie verträgt das! Alle Segel rennen! Ein Sturmkampf! Rotsegel setzen! Aus. Volle Segel! Bewegung! Großsegel! Los geht's! Mehr Segel! Wir sind auf Kurs zur Klippe, Sir! Halt die Druck- und Rahmsegel! Öffnet die Hauptsegel! Setzt Top, hebt den Wind nach! Anker fallen lassen! Nun, Colonel, mein Leben ist für euch ein offenes Buch. Männer meines Regiments fanden euch bewusstlos, halb ertrunken. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Aber was ihr seid, war offensichtlich. Ich gab euch den Finnegans zur Pflege. Ihr ältester Sohn war im Orden. Master Johnson war außer sich. Es war riskant. Aber ich ahnte, dass ihr eure Brüder verlassen hattet. Colonel, das Manuskript... Warum gabt ihr es zurück? Nun, Master Cormac, weil ich euch vertraue. Nirgendwo ist es sicherer. Mit Respekt, Sir. Ich bin jetzt eher ein Ziel als ihr. Gentlemen, Kisigowase sammelt sich zum Sturm auf Albany. Seine Verbündeten bedrohen ein friedliches Oneida-Dorf. Und Franzosen stehen bereits auf unserem Land. Ich könnte die Franzosen aufhalten und den Oneida helfen. Wir machen Albany verteidigungsbereit. Wenn wir Kesegowase besiegen wollen, muss ich den Oneida helfen und mich um die Franzosen kümmern. Ja. Zu erscheinen. Wisst ihr zufällig, ob Kesegowase irgendeine Schwäche hat? Keine einzige. Er war Scout und Söldner, lange bevor er zu den Assassinen kam. Dann möge Fortuna euch beistehen. Ich mache mir mein Glück. Der Colonel hat eine gewisse Kontrolle über die Armee oder Teile davon. Aber wir brauchen sowohl die Armee als auch die Eingeborenen, wenn wir uns wirkungsvoll gegen Kesegowase verteidigen wollen. Kesegowase hat Verbündete in jedem den Franzosen nahestehenden Stamm und noch viele mehr. Trapper, Jäger, Scouts. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wachsam, Männer. You there! Stop! I'll make short work!
You have my gratitude, sir. Was ist in der Höhle? Stop you! Wie komme ich in diese Höhle? Blessings on you, sir. Thank you. Stop right there! I could barely see my blade buried in your heart! Stop! Let's have a word, Dolph. Ich lehre euch, den Rotracken zu helfen. Ehrwürdige. Mein Name ist J. Patrick Cormick. Ich bin ein Freund. Ein Freund für wahr. Euch gilt der Dank meines Volkes, J. Patrick Cormick. Solange ihr auf Erden wandelt, habt ihr einen Platz hier bei uns. Ich danke euch. Ich bin es, die zu Dank verpflichtet ist, junger Mann. Wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten?
Man nennt mich Onatar. In meinem Volk gibt es eine Legende. Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie Gut und Böse in die Welt kamen. Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihrem Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt, Shay Patrick Cormick. Lebt wohl. Gebt mir etwas Fahrt! Forever. Yeah. Oh, plus de canons. Nous devons les déloger de leurs abris. Thank you.
Interessieren, Sir. Alles. Lassen wir die Morrigan in neuem Glanz erstrahlen. Alle Segel, sie verträgt das.
Vorgehen. Das ist der Luck Eternel. Hier sollten sich assassinhörige Banditen versammeln. Wartet auf Aufnahme, Sir. Zum Teufel! Was war hier los? Kesego Wase. Dann sind wir zu spät. Nein. Fort Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Colonel es halten. Ihr hört den Captain Manor! Beeilt euch! Vieren und Fahrt aufnehmen! Feind nähert! Segel setzen! Schicken wir sie in die Hölle! Mehr Segel! Wir sind sicher, Captain. Kriegsschiff naht, Captain! Es ist eine Brigg! Verzündet! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Einholen und aufreihen! Alle Segel einholen! Die Hauptsegel! Das Schiff nimmt Schaden! Das Licht hat gesessen! Wie unser Zustand? Der Segel! Alle Segel! Alle außer Großbergen! Segelbergen! Holt die Schoten nicht! Beeilung! Halbes Segel! Fang Wind ein! Er hat uns erwischt! Feuer! Ja! Hebt den Wind nach! Segel setzen! Das ist die Schwachstelle, Captain! Wir stürmen sie ran! Ja!
derweil auf sie aufgehst. Ah, Captain. Wir sollten die Morrigan mit dieser Beute aufrüsten. Öffnen und trimmen! Setzt Top, Bram und Marssegel! Aufgehen! Nehmt Druck vom Baum! Los! Derweil auf sie aufgehst. There's no way he will. Did you drop something? Push it. Oh. I have a good line on him. Shot. I have him in my sight. I have a good line on him. Yeah. Hit him from here. Kessige Oasis Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr... Verwahrt es. Bringt es zur Morrigan. Ich befehle es.
Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Kissige Wasse. Glaubst du, du kannst mich? Du kannst mich bezwingen, Verräter? Templerhund! Ihr habt viel gelernt, Verräter! Kissego Wasse! Es musste nicht so enden. Und oh, du bist ein Feind! Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du wirst scheitern. Monroe ist jetzt schon tot. Was meinst du? Liam. Der Colonel lief Richtung Docks. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Ja. Manuskript. Ein Assassinen namens Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay.
Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren? Und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer. Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Verstehen Sie jetzt? Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Shae sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste Halt. Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserer Dach Abstergo Industries. Er zeigt ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von Shays Erinnerung. François Macondal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macondal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macondal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macondal.
durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macandals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar, die inhärente Überlegenheit der Templerideale über den Assassinenterror. François Macron. Ja, Animus ist bereit und wartet. Ich sage ja nur, dass uns Violent nicht schon vorher für den kaputten Aufzug hätte anschreien sollen. Ach, bring mich um. Tja, könnte ich, aber sie würde dich zum Leben erwecken und du würdest... Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Schwein, hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen. Hey, retourne à Boston. Good line on him. Jay? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Danke, Shay.
Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Das gemacht? Was für ein Glück! Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chases Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Shay Cormac, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sag mir, was ihr seht. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy-Offizier. James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen.
Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig, vor allem da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Voraus, Captain!